Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir mal nicht bei den Hobbyhorses, sondern bei den echten Pferden. Ja, tatsächlich reite ich auch in echt auf wirklichen Pferden. Wir gehen heute ausreiten. Hier, das ist übrigens Solana, das ist Campino. Die wir reiten, also Clara und Dotter sind auch dabei übrigens. Die Pferde, die wir reiten, stelle ich euch nochmal genauer vor. Wir gehen zuerst ausreiten, dann putzen wir noch unsere Sättel. Oh, das sieht ja hier auch schön aus. Und dann haben wir noch Stalldienst. Ich nehme euch heute den ganzen Tag einfach ein bisschen mit und ich hoffe, das ist ein bisschen interessant. So, als erstes holen wir mal die Sachen. Der Putzkoffer ist schon vorne. Ich reite Jack heute, wie immer. Und Tora nehme ich als Handpferd mit. So, dann reite ich mit Doppelpad und mit Sidepull. Hier hängt das. Und Clara reitet anscheinend mit Pad, wie man hier sieht. Mit Doppelpad, okay. Und Lotta weiß ich nicht, die ist irgendwie dahin. So, ich hole jetzt erstmal Jack, der steht hier in seiner Extra-Box. Meistens ist da noch Moritz dabei, der steht jetzt da, weil er gerade wahrscheinlich keine Lust hat, da drin zu sein. Auf jeden Fall steht Jack da drin, weil er halt schon 29 ist und von den anderen meistens so ein bisschen weggemobbt wird. Deswegen hat er da seine Ruhe, wenn er will. Und wenn er mag, kann er auch rausgehen. Damit ihr mal einen kleinen Überblick bekommt, wen wir reiten heute. Das ist Jack, den reite ich meistens. Das ist Jamal, der da gerade um die Ecke kommt. Er ist 29, ein Quarter Araber. Das ist der Chucky. Mhm. Wie alt ist er? Vielleicht 6. Und ein Welsh D oder so. Ich weiß es echt nicht. Und das ist Campino, genau. Pino wird der eigentlich genannt und der ist 8 Jahre alt und ein Connemara von Isis. Pino! Schön. So, Clara schneidet jetzt noch Pinos Schweif kurz. Schön. Mega. Sieht auch, der ist so schön weiß. Oh. Toll sieht das ja aus. Wow. Das war mega cool. Wir sind jetzt auf dem Weg. Hier ist Tora übrigens. Neben mir. Wir gehen über den Berg da hinten in den Wald so ein kleines Stückchen und dann wieder raus.
wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da gleich. Hier ist schon Moritz, steht noch genau da, wo er vor einer Stunde auch schon stand. Hallo Mi! Süß. Und gleich putzen wir die Sättel. Das wird viel Arbeit und die Trennen sind auch, na toll. Noah schläft süß. Man sieht echt mal gar nichts. Oh, und Chiki auch. Na, das ist ja schön. Da sieht man's. Ja, und danach haben wir noch Stalldienst. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Naja. So, es gibt jetzt noch einen Snack für jeden hier. Einmal für dich, Twin. Einmal für Jack. So, jetzt hat es hier gefallen lassen. Hier, bitteschön. So, wie gesagt, putzen wir jetzt noch die Sachen. Ich putze hier diese Westerntrense von Jack und den Westernsattel. Keine Ahnung, was die anderen. Lotta putzt das hier. Clara dahin auch den Englischsattel. Ja. Es ist jetzt schon fast 6, wir machen jetzt noch Stalldienst. Ich habe schon gekehrt eben. Jetzt füttere ich noch. Hier ist Tora gerade. Hallo meine Süße. Und dann gehen wir auch schon wieder nach Hause. Wir sind jetzt eigentlich fertig mit allem. Jack und Moritz fressen jetzt noch zusammen ihr Rentnerfutter. Lecker sieht das ja aus, hört sich auch mega an. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.